Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir mal wieder die krassesten Mythen in Fortnite. Und zwar alles rund um die neue Gogun und was sonst noch so krass ist. Wenn dir das Ganze gefällt, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und trag auch korrekt mein Creator-Code Wannabe in meinem Shop ein. Okay, Freunde, erster Mythos und zwar zum neuen Jump-Pad. Also eigentlich so neu ist das gar nicht, aber man kann es ja jetzt werfen. Kann man es hier oben aufstellen? Ja, das funktioniert. Und jetzt die Decks direkt hinterher. Kann man zwei aufeinander staken? Nein, das geht nicht. Hä? Ist das eine jetzt weg oder was? Hat sich aufgelöst. Testen es nochmal. 3, 2, 1. Nope. Nein, es funktioniert nicht. Okay, wer hätte das gedacht? Ist es möglich, mit der neuen Gogun einfach eine Tankstelle kaputt zu machen? Oh mein Gott. Ja. Und was noch viel krassere ist, überlegt mal, ihr schießt mit der Gogun einmal und dann könnt ihr direkt wechseln und direkt eine andere benutzen. Das heißt, ihr habt halt eine Gogun Double Go. Sagt man das so? Keine Ahnung. Zeig euch das Ganze nochmal. Kurz durchladen. Einmal, zweimal. Und wir haben keinen Cooldown. Was für eine coole Sache. Kann man mit der Gogun ein ganzes Haus kaputt machen? Ich schleim das Ganze voll und... Oh mein Gott. Die ganze Fassade ist weg. Oha, was? Geht das auch bei Metall hier? Okay, ich sag euch, diese Waffe ist geisteskrank krass. Was passiert, wenn wir eine Schildbubble werfen... Und dann mit der Gogun da drauf schießen. Ist es möglich, mit dieser Waffe da durchzukommen? Was meint ihr? Ist es nicht. Nein, es funktioniert nicht. Wir hauen direkt noch Mythos hinterher. Und zwar, wenn ich jetzt gleich von außen dagegen schieße und dann drin bin, krieg ich Schaden. Ich krieg Schaden, kann das sein? Ich schieße nochmal, ich gehe rein. Jo, okay, ich bin direkt tot. Das müssen wir nochmal testen. Ist das wirklich so? Ich werfe die Schildbubble hin. So, ich schieße jetzt von außen. Und jetzt gehe ich rein. Was? Das heißt, diese Bubble schützt einen gar nicht davor. Ey, das ist wirklich gut zu wissen. Was ist die maximale Reichweite, die die Gogun haben kann? Hier oben sind so komische Pakete. Ich glaube, da ist sogar Loot drin. Ey, ich treffe ja gar nicht. So, das können wir schon mal runterschießen. Ist ja noch ganz cool. Treffe ich das da hinten? Ey, ist voll schwierig, sag's euch. Hallo? Komm schon. Bitte, wir treffen. Oh, ich hab getroffen. Let's go, das geht auch noch. Wird das hier vorne noch klappen? Ey, das ist schon richtig weit weg, ne? Stellt euch mal vor, ihr macht auf so eine Reichweite einfach einen Kill. Ey, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, es funktioniert. Haben wir bis zum Ballon da hinten? Yo, es funktioniert. Ey, wie krass ist diese Waffe bitte? Was war das? Ich bin irgendwie disconnected. Wartet mal. Wartet mal. Wie schnell kann man ein Haus in Chrome Crossroads kaputt machen? Wir testen das Ganze jetzt live. Einmal das hier. Oh mein Gott. Tschüss, was passiert hier gerade? Ey, hat einer die Zeit gestoppt? Das halbe Haus ist schon weg. Wir müssen nur kurz nachladen. Es würde natürlich schneller gehen, wenn wir 5 hätten, aber ich habe nur 3 gefunden. Mach mal hin da jetzt. Schnell, geh kaputt. Ey, das ist so lustig. Das ist ein bisschen so wie Kunstunterricht, einfach wenn man Scheiße baut. Ich mache alles voll mit Kleister hier. Hey, da steht ja noch eine Wand. Und simsalabim, das Haus ist verschwunden. Magic. Kann man mit der Gogun einen Baum kaputt machen? Ey, was ist denn das für ein dämlicher Mythos? Also wenn das nicht geht, spiele ich kein Fortnite mehr. Ja, es funktioniert. Ey, welche Überraschung, cool. Kann man damit dieses Klo kaputt machen? Ist das nicht unbesiegbar? Wir testen es und... Oha, es ist kaputt gegangen. Kann das kaputt gehen? Ich weiß es gar nicht. Wartet, ab jetzt wird es richtig spannend. Ist es möglich, mit der Gogun einen Tresor kaputt zu machen? Können wir da ein Loch reinmachen? Kann ich da einbrechen? Die Panzerknacker. Und... Alles explodiert. Es geht alles in die Luft. Ist da ein Loch? Seht ihr irgendwas? Nein, da ist gar nichts. Nicht mal ein Kratzer oder so, kann das sein? Ha, vielleicht müssen wir das von der Seite machen. Wartet mal, wir probieren es nochmal von hier. Und ich darf jetzt nicht sterben. Nope. Nein, geht überhaupt nicht. Das wäre ja viel zu cool gewesen. Mach doch die Tür auf. Angeblich ist es so, und ihr seht es ja auch schon, wenn man ein Trampo wirft an eine gewisse Stelle, hä? Dann baut sich hier so ein ganzer Kasten auf. Wenn ihr das normal auf den Boden werft, ist halt nur eine normale Platte da. Aber wenn ihr das jetzt hier hinstellt, habt ihr so einen ganzen Kasten. Das funktioniert angeblich an jeder Stelle, die so ein bisschen speziell ist. Ja, hier auch. Ich glaube, das liegt ja in der Mauer. Wartet mal, ey, das ist ja viel zu krass. Ist es möglich, das Ding zu bearbeiten? Jo, klappt. Ist ja auch klar, ist ja mein eigenes, ne? Ey, was ist das denn hier? Ist es möglich, den Reality Tree mit einer Gogun zu zerstören? Wir testen es live. Komm schon, explodiere. Brenne. Mach irgendwas. Wir machen es nochmal. Jetzt aber. Ja gut, das funktioniert überhaupt nicht. War aber auch irgendwie klar, ehrlicherweise. Hey, Schweini, was machst du denn hier? Kann die Gogun ein Tier direkt killen? Wir schießen auf das arme Schweini und... Ja, okay, der ist hier direkt gestorben. Dem Arm ging es ja gar nicht gut. Ey, ich war das nicht. Das war ein anderer. Seit dem ersten Tag in der neuen Season wollte ich wissen, kann man einen Lama in Chrom verwandeln? Und jetzt ist es soweit. Die Antwort ist, es funktioniert. Wir haben einfach gerade einen Chrom-Lama gebaut. Was? Wie geil ist das denn bitte? Ey, Labi, bleib stehen, Alter. Hör mit dem Quatsch auf.
wird die Gogan es zerstören können? Ey, das sieht ja gar nichts ab. Guckt euch das mal an. Lami ist einfach viel stärker. Alter, Lama, du hältst ja viel mehr aus als das Schwein. Tschüss. Da musst du halt jetzt mit der klassischen Waffe draufgehen. Tut mir wirklich leid. Wir wissen, was das Chrom-Lama zu bieten hat. Ey, du bist ja gar nicht mehr Chrom. Nein, das war einfach alles umsonst. Ist die Gogan in der Lage, Taschenbunker direkt zu zerstören? Ich werfe jetzt hier einfach mal zwei Stück. Oh, das wollte ich gar nicht. Und jetzt schießen wir einfach drauf. Mal gucken, was passiert. Yo! Einfach alle Wände sind weg. Das hält ja gar nichts aus. Oder die Gogan ist einfach viel zu stark. Der Explosionsschleimwerfer ist einfach zu mächtig, Freunde. Fangen wir hier ganz einfach an. Ich stelle jetzt einfach mal 5 Holzplatten auf. Und ich bin gespannt drauf, ob die Gogan alle zerstören kann. So, das ist die 5. Wir warten kurz ab. Bau auf. Und Feuer. Tschüss. Und wie? Die Dinger sind ja direkt kaputt gegangen. Mach mal direkt Stein hinterher. 5-mal Steinwand. Mach kaputt. Die Bob der Baumeister nur in Abriss Edition. Ladies and Gentlemen, wir testen das Ganze jetzt mit Stein. Wird alles kaputt gehen. Und... ey, ich hab was ausgelassen. Wieso lebst du noch? Du bist still. Erstens einfach nochmal. Gerade war nicht so gut. 3, 2, 1, Simsalabim, alles ist kaputt. Das funktioniert. Wer hätte das gedacht? Wie sieht das Ganze bei Metall aus? Schaffen wir das auch? Let's go. Mach kaputt. Hier steht schon wieder eine Wand. Was soll denn das? Bin ich zu dumm dazu? So, ich habe nochmal 5 Stück aufgebaut und wir testen das Ganze jetzt einfach nochmal. Auf geht es, Schleim. Oh nein, ich habe eine vergessen. Ey, ich bin so dumm dazu, ich sag's euch. Extra Mythos hat wannabe Süßigkeiten hier. Hey, wo sind die Süßigkeiten hin? Sind alle weg vom letzten Video. Verdammt. Und ihr wisst selber, Klombo ist gestorben hier. Aber können wir ihn zerstören mit der Gogan? Ein paar Reste sind noch von ihm da. Say goodnight, Bruder. Geh kaputt. Komm schon. Stirb. Hä? Was ist denn da rausgekommen? Ey, das war vorher noch nicht da, oder? Klombo, Alter. Spuckst du Chrom aus? Was will der denn jetzt hier von mir? Halt die Schnauze da hinten. Ich mach trotzdem weiter. Immer wieder Ruhestörung hier. Nehmen wir erstmal an uns. Ist es möglich, das Skelett einfach in Chrom zu verwandeln? Komm schon. Ich erwecke dich zurück. Werde Chrom-Klombo. Ey, der Name ist sogar geil. Aber es funktioniert leider auch nicht. Ey, dieses Skelett ist einfach komplett nutzlos. Ich hasse dich. Ich sag euch, jetzt testen wir was richtig krasses. Ist es möglich, mit der Gogan mehrere Gegner gleichzeitig zu killen? Ich hab jetzt diese feine Spot-Granaten. Oha, die rasten schon aus. Und wir schießen einfach. Geht drauf. Hä? Das waren nur 2? Oh Gott, über mich umbringen. Hilfe, Leute, was soll ich tun? Oh mein Gott, ich muss hier weg. Dreht man nicht durch hier, ihr Spinner. Wie viele leben von denen noch? Wieso sind die nicht gestorben? Ey, Leute, die rasten hier voll aus. Ey, ich verpiss mich einfach. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich eine bessere Idee habe. Wir packen die jetzt einfach hier rein. Ich sag euch, die kommen hier nicht mehr raus. Du kommst ja nicht rein und du kommst ja nicht mehr raus. So. Beruhig dich. Beruhig dich noch mehr. Ey, wieso schießen die schon auf mich? Hallo. Ich will doch nur ein Experiment machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist gar nicht gut. Ey, wieso ist da schon einer gestorben? Hallo, wartet mal kurz. Ey, das funktioniert nicht. Ist es möglich, mit einem einzigen Magazin ein komplettes Auto kaputt zu machen? Wir testen es. Oh, wer schießt denn da auf mich? Nein, was ist denn jetzt abgegangen? Ist der Wagen wenigstens kaputt? Killt er mich denn? Zeig mir das Ergebnis. Ey, der Wagen lebt ja noch. Heftiger Mythos, Freunde. Angeblich gibt es einen Geheimtrick, wie ihr unendlich Waffen und Gegenstände bekommen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist diese komische Pflanze hier. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch mit der Gogan draufschießen. Aber wir warten jetzt kurz. Ach so, warte, ich habe vergessen. Wir müssen ja vorher noch ernten hier. Einfach mal das Wichtigste hier vergessen. Da müssen jetzt noch so ein paar Samen rauskommen. Boy. Jetzt können wir hingehen mit der Gogan, einfach draufschießen. Und der ganze Baum ist weg. Hä, war das jetzt korrekt? Noch ein paar Samen, wir können es jetzt wieder aufstellen. Wo sind die Waffen? Nein, es funktioniert nicht. Hä? Wir müssen doch jetzt wieder nachwachsen, oder nicht? Hä, ich check's nicht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Also eigentlich müsste das gehen. Boah, was war das denn jetzt? Ich hätte noch drauf schießen müssen? Nein, 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 das kann nicht sein. Wir werfen eine Pflanze und jetzt schießen wir einfach mit der Gogan drauf und da kommen neue Sachen raus? Hör doch auf, was? Ey, es funktioniert doch, Freunde. Ich hab's einfach nur falsch gemacht. Beziehungsweise noch nicht ganz richtig gehabt. Wir müssen einfach nur drauf schießen. Guckt euch das an. Ey, so könnt ihr unendliche Gegenstände in Fortnite kriegen. Holy Sch... das ist ja geisteskrank. Einfach unendlich Waffen. Ich mach das jetzt nur eine halbe Stunde. Wenn jetzt hier einer vorbeikommt, ne, der wird sich denken, was geht hier ab? Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Es ist so krank hier. Haut rein, bis zum nächsten Video.